Wir kennen diesen Ort. Die magischen Pilzhäuser, die engen weißen Hosen. Wie bitte? Und all die Besonderheiten. Künstlertypen, Hitzköpfe, Sorgenkinder. Und manchmal mache ich auch blau. Scherzkekse, dunkle Gestalten, Schnüffler. Was geht denn da ab? Aber eins haben sie alle gemeinsam. 100! Es sind alles Kerle. Und jetzt Einfingerliegestütze. 1, 2. Bis auf eine. Das Lumpfine! Juhu! Stöckelschuhe! Aber was wäre, wenn das nur die halbe Wahrheit ist? Vor 2 Tagen habe ich jemanden gesehen, der sah aus wie wir. Das ist unmöglich. Und der hat diese Karte fallen lassen. Was, wenn sie nie allein waren? Wenn es da wirklich andere Schlümpfe gibt, müssen wir sie finden. Was, wenn das verlorene Dorf keine Legende ist? Jetzt redet ihr von Karten und geheimnisvollen Schlümpfen und... Was geht denn hier ab? Das geht dich nichts an, Neugierige. Ja, na gut. Schlaubi? Hefti? Klamsi? Das ist nicht mal überzeugend. Ich komme im Dunkeln nicht so gut klar. Ich habe ja bei Tageslicht schon genug Probleme. Ich hätte nicht gedacht, dass das verlorene Dorf so schwer zu finden ist. Was immer ihr macht, esst nicht eure ganzen Vorräte auf. Ich habe meine ganzen Vorräte schon gegessen. Ist es hier sicher? Wir sind nicht mehr in Schlumpfhausen. Wow, wow, wow. Wow. Verlorene Schlumpfdorf. Zeit für einen Landausflug. Ich mach so. Und sie alle so, oh nein, Gargamel. Und ich so. Ich glaube, meine Vorräte kommen mir wieder hoch. Was ist so lustig? So sieht es also aus, wenn du Dünnpfiff redest. Wir müssen das Dorf vor ihnen finden. Vogel im Anflug. Oh Mann. Wir wollen nichts Böses. Wir suchen das verlorene Dorf. Was zum... Ich drehe langsam echt durch, Leute! Die Schlümpfe, das verlorene Dorf. Hefti! Schlaubi! Klamsi! Also darauf fällt doch niemand rein. Folgt mir. Ich habe eine Karte zum verlorenen Dorf gefunden, aber dafür müssen wir durch den verbotenen Wald.